Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen Sonnenuntergang aus dem herrlichen Alanya. Es ist kalt an den Füßen, muss mich mal ein bisschen bewegen. Jo, ich kann gar nicht so weit drüber laufen, ist ja alles nass, außer unter dem Dach. Ja, ei, ei. Meine Güte. Ja, kleines Update zu den Renovierungsarbeiten. Ja. Morgen geht's los. Ja. Wir haben gerade mit unserem Bauleiter zusammengesessen und mal die ganzen Rechnungen durchgegangen und was wir uns alles ausgesucht haben, die haben uns jetzt schon verzockt. Wir sind jetzt schon über unser Budget. Ich muss nochmal nächste Woche los, nochmal Geld abheben. Keine Chance, ne? Wir völlig blauäugig, die Fliesen gefallen uns. Das Laminat ist toll. Ach, so eine Granitplatte, das ist doch geil. Nehmen wir wieder eine, die alte, die war nicht so schön. Machen wir eine neue, so die Farbe und so. Ist die teuer? Ja, das geht. Also, ah ja gut, 6 Meter Granitplatte. Wollen Sie die dünne oder dick? Ja, lieber dick, dick, sieht besser aus und so. Ja, du Scheiße, oh Gott. Ja, wie viele Klimaanlagen sollen es werden? Ja, es sind 5 Zimmer, ne? Also 4 Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer. Da haben wir mal 5 Klimaanlagen, eine große, 4 kleine. Ja, haben wir noch einen Herd und einen Backofen und eine Waschmaschine, Spülmaschine und einen Kühlschrank. Und machen wir noch dies, das und jenes und so. Was hier total billig ist oder günstig ist, Preis-Leistung, wenn es super ist, sind die Arbeiten. Das kostet sehr, sehr wenig. Ja. Was viel kostet, sind halt die Rohstoffe mittlerweile. Es wird alles, alles teurer. Die Granitplatte hat vor ein paar Monaten noch, wie viel weniger gekostet, hat er mir gesagt? Ich glaube, hat nur 2/3 gekostet von dem, was sie jetzt kostet. Ähnlich verhält es sich mit Fliesen und Laminat und. Ja. Genau wie in Deutschland gehen die Rohstoffpreise durch die Decke. Ja. Deswegen gut, dass wir jetzt loslegen und das Ganze machen lassen. In 2 Jahren oder so oder auch in einem Jahr würde das wahrscheinlich unbezahlbar werden. Und jetzt ist es noch bezahlbar. Tut nur ein bisschen weh. Mein Stolz war ein bisschen gekränkt. Ich dachte so, geil, Betrag X in so eine Geldtasche. Und dann gehe ich immer dann wechseln, wenn ich es brauche. Dann muss ich nicht so viel Euro auf einmal in türkische Lira tauschen, ja. Und ja, alles schon weg. Alles schon weg. Der Bauleiter hat mir aber nochmal ganz viele Tipps gegeben. Er hat gemeint, er bezahlt die Leute natürlich nicht hier im Voraus komplett. Außer ein paar Sachen wie jetzt die weiße Ware und so und Klimaanlagen muss man eigentlich schon gleich bezahlen. Ja? Und den lässt man sich dann liefern, wenn man sie braucht. Weil die Leute das quasi aus den Shops herausnehmen. Das ist dann totes Kapital. Ja? Das ist schon üblich eigentlich, dass man das halt dann schnell bezahlt, um einen guten Preis zu kriegen. Aber nicht die Arbeiter. Er hat gemeint, er hat Arbeiter, den zahlt er halt die Hälfte. Und die andere Hälfte, wenn alles erledigt ist, manche Arbeiter zahlt er nur 10% an, wartet halt, bis sie weitergegangen sind, zahlt nochmal 10% an, schaut sich das an, ob alles okay ist, zahlt nochmal 10% an und so weiter. Hat gemeint, da hat er so seine Pappeneimer, hat gemeint, es gibt da Leute, denen gibst du Geld und die kommen nie wieder. Das passiert ja anscheinend öfters, ja. Dann habe ich auch mal mit ihm geredet, so wie das denn ist, so mit Deutschen. Hat gemeint, mit Deutschen arbeitet er am liebsten zusammen, weil die Verständnis haben. Ne? Wir hatten ja, das haben wir auch mal ein Update machen, wir hatten ja einen Messfehler oben beim Laminat. Und zwar ist jetzt rausgekommen, die Arbeiter, also die Leute, die das Laminat legen, die haben es alles ausgemessen und haben auf die eine Seite von dem Zettel alles aufgeschrieben, haben den Zettel dann gedreht und haben dann weitergeschrieben. Und dann haben sie gesagt, sie brauchen so und so viel Quadratmeter, haben aber die Rückseite von dem Zettel vergessen. Und da waren es dann viel zu wenig Quadratmeter. Es hieß ja, 76,32 Quadratmeter Laminat brauchen wir. Ich bin ja da gestern nochmal durch und habe nochmal nachgemessen, so grob, habe ein Video aufgenommen und was kam raus? Jetzt, die haben dann die Rückseite vom Zettel gefunden, 122 Quadratmeter Laminat, ne? Und wir haben alleine 220 Quadratmeter Fliesen. Fliesenarbeiten, die gemacht werden muss. Also 220 Quadratmeter Fliesen werden gelegt, 122 Quadratmeter Laminat, neue Küche wird gemacht, neue Elektrogeräte, habe ich auch eine Granitplatte, Bad komplett neu, wir müssen die Heizung vom Wasser anders machen, habe ich noch nie gehört, wird sehr, sehr interessant werden. Da wird es einen Schalter geben, im unteren Bad wahrscheinlich, den man anschaltet und dann wird das Fass auf dem Dach, was ja sonst von der Sonne geheizt wird, dann halt mit einer Heizung geheizt. Ja?
weil das dann am einfachsten ist von der Verkabelung her, weil schon die Rohre so gelegt sind. Also die Familie vorher hat im Prinzip nur mit kaltem Wasser sich die Hände gewaschen und nur mit warmem, wenn das halt warm war, vom Dach. Da gab es im Endeffekt außer in den Duschen so kleine Durchlauferhitze, aber wir hätten natürlich gerne, dass man immer warm sich die Hände waschen kann oder mal kalt oder abspülen kann. Das wird jetzt so gelöst, dass man das einfach einschalten kann. Und wenn es im Sommer halt warm ist oder im Frühling, dann macht man das so, dass das halt von der Sonne gewärmt wird. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Aber es wird öfters gemacht in so älteren Gebäuden, wo das dann besser ist. Und vor allem ein richtig moderner Durchlauferhitzer, wie wir ihn haben, wäre bei der Elektrik da drüben nicht so einfach. Der braucht dann so viel Strom, das wird dann mit drei Leitungen abgesichert. Und das würde da drüben vielleicht nicht funktionieren. Deswegen finden wir eine andere Lösung. Also super interessant, ja. Wir hatten die Idee ja, glaube ich, von einer Woche erst oder so, das Ganze zu renovieren. Und morgen geht's los. Also morgen kommt schon der Klempner, fängt an, die ersten Sachen aufzukloppen und neu zu machen und so. Am Wochenende kommen wahrscheinlich die Second-Hand-Leute, holen die ganzen alten Elektrogeräte ab, bauen die Küche ab und so weiter und so, nehmen die alten Sachen mit. Und dann geht's weiter und dann kommen irgendwann die Fliesenleger, dann kommen die Leute, die das Laminat legen und, ja. Wird sehr, sehr spannend. Wir können euch dann immer mal zwischendurch dann berichten, wie es aussieht, wie es vorangeht, ob was schief läuft oder nicht, ja. Aber man ist halt relativ schnell über gewissen Budgets drüber, weil man sich halt irgendwas aussucht. Man denkt sich halt so, ah, wenn wir schon Fliesen nehmen, dann nehmen wir doch lieber die, die uns gefallen. Wenn wir schon Laminat nehmen, dann nehmen wir doch lieber etwas, was uns gefällt, damit einfach das ein gutes Investment ist für die nächsten Jahrzehnte. Ja, es ist also, die Alexander hat gemeint, ja, wie oft wechselst du denn die Fliesen aus? Ja, stimmt, so alle 20 Jahre mal oder so. Ne? Unser Haus in Deutschland, ja, ist ja auch so, da haben wir die Fliesen drin, die sind auch 15 Jahre alt. Und wenn wir dann neue Eigentümer irgendwann haben im Haus, wird es ja dann so sein, weiß ich gar nicht, ob die austauschen müssen, wenn das deren Geschmack ist, dann werden die vielleicht sogar drin lassen. Und aber vielleicht, selbst wenn sie austauschen, das ist jetzt 16 Jahre genau her, dass wir eingezogen sind, ja, 16 Jahre. Und selbst wenn du die austauschen nach 16 Jahren, kannst du ja auch mal die Fliesen austauschen oder vor allem die Teppiche halt raus, machst du auch Laminat rein oder sonst irgendwas oder es darf fließen, also das ist auch da möglich. Also auf jeden Fall ein Investment, was sich sehr viele Jahre auszahlt. Ja. Na ja, gut, also es wird spannend. Auf jeden Fall, mein Ego ist etwas gekränkt, weil ich über Budget bin und ich schätze mal, dass wir nochmal so, naja, nochmal so ein Fünftel oben drauf packen müssen. Wir haben uns auch halt wirklich schöne Möbel für die Wohnung ausgesucht. Ja. Gute Betten, gute Matratzen, tolle Couch, Sache, also zwei große Sofas, zwei Sessel, ein Couchtisch, ein toller Esstisch mit sechs Stühlen und ruckzuck bist du da halt in Sphären, die wehtun. Du kannst natürlich alles auch billig machen, das geht auch, aber das kann auch böse in die Hose gehen, dass du dann halt irgendwelche Stühle hast oder Bezüge hast von Sofas, die dann irgendwie dann die Farbe weggeht oder die unbequem sind. Tja, muss man mal gucken. Natürlich, wenn man herkommt, hat wenig Geld. Dann kann man sich übrigens auch ja Secondhand eindecken. Also das, was wir da jetzt quasi an alten Möbeln und so rausgehen, geht ja auch in den Secondhand-Markt. Hier gibt es so Läden, müsst ihr euch mal umhören, wo man halt Gebrauchtsachen auch kaufen kann. Das ist natürlich dann deutlich günstiger. Apple und Ei, die liefern euch das dann auch für einen kleinen Taler sozusagen. Und das ist gut. Gut, das war das Update jetzt von mir. Die Sonne ist jetzt fast untergegangen und meine Füße sind jetzt richtig kalt. Und ich wünsche einen schönen Abend.